freue mich, dass nun der dritte Teil vom Hobbit als Blu-ray erschienen ist und ich wieder diese tolle Steelbook dazu nehmen konnte. Und so vervollständigt sich langsam die Sammlung mit den Extended Editions und dann vielleicht im Herbst auch noch die letzte Extended Edition vom dritten Teil. Sehr schön, dass ich diese Dinge haben darf und jetzt diese Filme auch in High Definition genießen darf und zu Hause anschauen kann. Hallo, ich bin hier zu Hause in Naila bei meinen Eltern über Weihnachten. Es war sehr schön, wir haben Schnee gehabt, die Familie zu treffen, die Nichten und Neffen, mit Freunden abzuhängen, was Zeit zu haben. Und jetzt geht es wieder zurück nach München, jetzt besuche ich meine Schwester in Nürnberg. Und dann geht es auch bald wieder los. Es gab ja vor ein paar Tagen diesen krassen Wirbelsturm, Niklas, der über Deutschland gegangen ist und gewütet hat. Züge sind ausgefallen, S-Bahnen wurden eingestellt, der Münchner Hauptbahnhof wurde geschlossen. Und es hat mich dankbar gemacht, dass ich in Deutschland wohnen kann, wo wir robuste, stabile Häuser haben, wo wir eine gute Kanalisation haben, wo ich zumindest hier, wo ich in München wohne, keine Angst haben muss vor Überschwemmungen. Ich war froh, dass ich mit der U-Bahn nach Hause fahren konnte und dann diesen Sturm von zu Hause aus beobachten konnte. Und es ist immer wieder schön, dankbar zu sein für diese ganz normalen, alltäglichen Dinge, die so selbstverständlich zu sein scheinen, aber wenn dann solche Sachen passieren, eben doch nicht sind. Und dankbar, dass ich da hier sicher wohnen durfte und wohnen darf. Musik ist ein sehr wichtiger Bestandteil in meinem Leben und so bin ich immer froh, wenn ich mir mal Musik leisten kann, wenn ich Musik geschenkt bekomme. Ist ja nicht immer möglich mit meinem Gehalt und deswegen ist es immer besonders gut, wenn ich Musik bekomme. Und so ist jetzt neulich, schon länger her, eine neue CD einer meiner Lieblingsbands herausgekommen, die ich schon über einige Jahre nicht mehr verfolgt hatte. Und ich bin sehr froh, dass ich die neue CD von Veni Domine Light bekommen habe. Und die ist wirklich geil. Ich bin total begeistert von diesem Album. Ich kann es von vorn bis hinten rückwärts und rauf und runter hören. Ich bin sehr begeistert davon. Als ich auf der Mehrkonferenz im Januar war, war ich ja vom Lobpreis vom Gebetshaus Augsburg sehr begeistert und konnte mir eine Live-CD zulegen, die auf einer anderen Mehrkonferenz entstanden ist. Und auch darüber bin ich sehr froh, dass ich die habe. Das ist eine sehr coole CD, die einen in die Gegenwart Gottes führt, die mich zur Ruhe kommen lässt und den Frieden Gottes spüren lässt. Dann konnte ich mir weitere Musik zulegen, die ich online bezogen habe, wie den Soundtrack von Oblivion, einem Science-Fiction-Film, den ich sehr cool finde, also Film und Musik. Und neulich kam von Bessel Music ein neues Album raus, was am ersten Tag online zur Verfügung gestellt wurde, das Video davon. Und das habe ich mir runtergeladen und bin immer wieder sehr berührt davon, auch das Video zu sehen, wie Leute in Anbetung sind. Das berührt mich ja auch immer besonders und es ist sehr geil, das auch zu haben. Für viele von uns ist es ja selbstverständlich, dass wir fließend Wasser haben, dauernd Strom verfügbar, Badewanne. Da ich aber auch öfter schon in anderen Ländern war, wo das nicht selbstverständlich ist und selbst wenn es das gibt, dann auch immer wieder mal ausfällt, bin ich doch immer wieder froh, dass wir das haben, dass ich eine heiße Badewanne genießen kann, die Seele baumeln lassen kann, zur Ruhe kommen kann, wieder Kraft auftanken kann. Und ich bin sehr froh über die Badewanne, die wir haben. So ein Wannenbad ist natürlich auch ideal, um ein gutes Buch zu lesen. Und ich bin immer wieder froh über Bücher, die ich in meine Finger bekomme. Günstigerweise konnte ich ein Rezessionsexemplar von diesem Buch, Die Kreuzträgerin, bekommen. Ich kann hier nicht viel verraten. Es ist ein sehr spannendes Buch, was in einer fiktiven Zukunft spielt. In einer scheinbar perfekten Welt, aber die dann doch nicht so perfekt ist, wie sie sich herausstellt.
stellt. Und vor allem ist das eine Welt, in der das Christentum sehr verpönt ist, lebensgefährlich ist. Und es ist sehr spannend, man kann das Buch kaum weglegen. Bei einer weiteren prophetischen Übung bereits im Winter hatten wir festgestellt, so dass Gott uns ja nicht nur beschenken möchte, wenn wir den Adventskalender aufmachen jeden Tag, sondern dass er uns eigentlich jeden Tag an sich überraschen möchte. Uns hatten wir als Aufgabe, Gott zu suchen, dass er uns jeden Tag beschenkt, seine Liebe zeigt, überrascht. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil nicht wirklich was passiert war. Und dann habe ich ein Video gesehen, wo Peter Jackson, der Regisseur, den Walk of Fame, einen Star bekommen hat, einen Stern, und einen Satz gesagt hat, dass er da als kleiner Junge war und sich nie gedacht hätte, dass er jemals einen Stern bekommen würde. Und es war so, als würde Gott zu mir sagen, kannst du dir vorstellen, dass ich dir Dinge schenke, für dich mache, die du dir nicht vorstellen kannst. This street here, the first time I ever saw it, I was 12 years old, 1974. 40 years ago, and my mum and dad bought me here on a trip, and I'd been making movies in New Zealand on a Super 8 camera for about 3 or 4 years. I was 12 years old, and so I walked along the street and I looked at these stars, and never ever in my wildest dreams did I ever think that I would find myself here today to receive a star. So that is, you know, it's an unbelievable dream. And it's a, you know, it also is a message, I think, filmmakers out there, that so long as you work hard and you follow that dream, it can come true. This is a good for me. Da ist es gibt auch